Der Mensch besteht zu mehr als zwei Dritteln aus Wasser. Unabdingbare Voraussetzung für seine Existenz ist die tägliche Ergänzung dieses Vorrats. In längst vergangenen Zeiten konnte der Durst einer Kleinfamilie noch mit dem handgeschöpften Inhalt eines Zubers gestillt werden. Zum Löschen des Durstes einer heutigen Großstadt braucht es dagegen ganze Ströme reinsten Wassers, dessen Bereitstellung nur mit modernsten Technologien möglich ist. Der Weg vom hölzernen Zuber zum neuzeitlichen Wasserwerk war lang. Die Mühen waren so groß, dass sie nicht vergessen, sondern im Gedächtnis der Menschheit bewahrt werden sollten. In der thüringischen Stadt Erfurt reichen die Wurzeln der Wasserwirtschaft besonders weit zurück. So nennt Erfurt unter anderem das älteste, nicht von den Römern erbaute Wasserwerk Mitteleuropas ihr eigen. Das Quellwasserwerk Peterborn geht zurück auf den zivilisatorischen Eifer der Mönche des frühen Mittelalters. Um sich in den damaligen Stadtgrenzen Erfurts mit Wasser zu versorgen, besaßen die Erfurter Benediktinermönche die Kühnheit, eine 2,5 Kilometer lange Druckrohrleitung aus Blei zu errichten. Zwischen dem Quellwasserwerk Peterborn am Hang der Aalacher Höhen und dem Petersberg musste dabei ein beachtlicher Höhenunterschied überwunden werden. Als im Jahre 1136 das erste Wasser aus dem Ende der langen Leitung floss, notierte ein Chronist: Aqua ducta est super montem. Das Wasser ist zum Berg hinaufgeleitet worden. Dort auf dem Petersberg speiste es fortan den Löwenbrunnen und ein großes Steinbecken. Die damals so fortschrittliche Ingenieurskunst der Benediktiner sollte die Wasserversorgung des Petersberges über nahezu 8 Jahrhunderte sichern. Diese Leistung ringt Fachleuten auch heute noch Lob und Anerkennung ab. Als mit der Einwohnerzahl der Stadt Erfurt auch deren Wasserbedarf stieg, die Ergiebigkeit der Quelle am Peterborn im 15. Jahrhundert jedoch nachließ, erweiterte man die Quellfassung. Aus den unterirdischen Quelltöpfen sickerte das Wasser nun in die Rinnen von 2 erneuerten Quellgängen. Die Rinnen wurden mit Holzbohlen abgedeckt, um sie vor Verunreinigungen zu schützen. 1559 entstand das Sammelbecken der Quellstube, deren mittelalterliche Anmutung noch heute jeden Besucher in ihren Bann zieht. Nachdem der Kurfürst und Erzbischof von Mainz, Johann Philipp von Schönborn, im Jahre 1664 die Stadt Erfurt erobert hatte, ließ er auf dem Petersberg eine Festung erbauen und dabei auch die kaum noch funktionsfähige Wasserleitung von Peterborn mit Holzrohren wieder instand setzen. So konnten später die neu errichteten Kasernengebäude und 2 Zisternen an die Quellwasserleitung angeschlossen werden. Als Erfurt im Jahre 1802 unter Preußens Herrschaft geriet, wurde das Peterskloster säkularisiert und die Wassergewinnungsanlage versorgte ausschließlich die Zitadelle auf dem Petersberg. Die gewaltigen, von innen begehbaren Festungsmauern hatten zwar ihre militärstrategische Bedeutung verloren, doch waren die Kasernen nach wie vor zur Unterbringung von Truppen geeignet. Das Militär entnahm dem Quellwasserwerk Peterborn täglich bis zu 250 Kubikmeter Wasser. Wegen dieser intensiven Nutzung ersetzte man in den Jahren 1821 und 1834 die Holzrohre durch gusseiserne Rohre, die noch heute zu besichtigen sind. Obwohl im Jahre 1879 der Petersberg an die städtische Wasserleitung Erfurts angeschlossen wurde, deckte das Quellwasserwerk noch bis 1927 den Wasserbedarf der Kasernen auf dem Petersberg. Das Quellwasserwerk Peterborn ist zweifellos eines der ältesten und bedeutendsten Denkmale der Stadt Erfurt und ihrer Umgebung.
Dennoch ist es in seiner unauffälligen unterirdischen Existenz nur wenigen Eingeweihten bekannt. Die geringe öffentliche Aufmerksamkeit, die der romanischen Wasseranlage zuteil wurde, hat jedoch nicht wie bei anderen Denkmalen zu ihrem Verfall geführt. Im Gegenteil. Die Tyber Thüringen Wasser GmbH hat sich ihres Wassererbes und damit des Quellwasserwerkes Peter Born angenommen. Sie war und ist sich der Bedeutung dieses Kleinods bewusst und hat nach der Wende für eine umfassende Sicherung und Restaurierung gesorgt. Als ein Ort, an dem sich die Wasserseele speist, man die Quellen der Geschichte sprichwörtlich sehen und hören kann und der Kraftquell für neue Herausforderungen ist, stand das technische Denkmal Quellwasserwerk Peter Born für die Tyber Thüringen Wasser GmbH nie zur Disposition. Der Wasserbedarf von Erfurt war allerdings schon im Mittelalter durch die Rohrleitung vom Peter Born allein nicht zu decken. Am Kreuzungspunkt europäischer Handelsstraßen gelegen, war die Stadt mit dem Weithandel aufgeblüht und die Versorgung der Einwohner mit sauberem Wasser war zu einer der größten Herausforderungen für die Stadtväter Erfurts geworden. Wie lange und mit welchen einschneidenden Folgen undichte Abort- und Düngergruben das Grundwasser verseuchten, zeigt allein die Cholera-Epidemie des Jahres 1866. Sie kostete mehr als 1000 Menschen das Leben. Neben der Kanalisation der Innenstadt war es deshalb der Bau einer städtischen Wasserleitung für die Stadt Erfurt, mit dem man 1875 den Kampf gegen die unhaltbaren hygienischen Zustände aufnahm. Das erste städtische Wasserwerk zur Versorgung Erfurts entstand in Wechmar nahe Gotha. Seine Höhenlage ermöglichte es, das Wasser in einer ca. 21 Kilometer langen Gussrohrleitung im freien Gefälle nach Erfurt zu leiten. Zudem erhoffte man sich vom Wasser aus Wechmar eine deutlich geringere Härte, als dies bei der Gewinnung in Erfurt möglich gewesen wäre. Das Wechmarer Wasser entstammte einer oberflächennahen, etwa 5 Meter mächtigen Kies- und Geröllschicht oberhalb der Keuperformation. Die Wassergewinnungsanlage Wechmar speiste ab dem 1. Januar 1876 den im Jahr zuvor erbauten Hochbehälter an der Zirjaksburg. Dieses hochgelegene Wasserreservoir besaß ein Speichervolumen von nahezu 5000 Kubikmetern. Das Wasser konnte ohne den Einsatz von Pumpen in das etwa 32 Kilometer umfassende Rohrleitungsnetz der Stadt Erfurt fließen. So waren die Erfurter nicht mehr auf stark verschmutztes Brunnenwasser angewiesen, sondern erhielten sauberes, gesundes Trinkwasser. Diese Revolution der Wasserwirtschaft war ein entscheidender Schritt im Kampf gegen die Seuchengefahr. Sie brachte die Gesundheitsvorsorge ein gutes Stück voran und ließ die Lebenserwartung der Menschen deutlich ansteigen. Um den ständig wachsenden Wasserbedarf von Erfurt befriedigen zu können, wurde in Wechmar 1892 am Fluss Apfelstedt ein weiterer Brunnen angeschlossen. Doch infolge zahlreicher Überschwemmungen musste der als Apfelstedt-Strang bezeichnete Teil der Anlage bereits im Jahre 1899 stillgelegt werden. Das Wasserwerk Wechmar versorgte die Stadt Erfurt bis 1993 mit Trinkwasser. Da die Anlage in Wechmar allein am Ende des 19. Jahrhunderts zu wenig Wasser bereitstellte, beschloss man, das Lebenselixier fortan zusätzlich aus dem Geratal zu gewinnen. So nahm am 17. Juni 1893 das Wasserwerk Möbisburg seinen zunächst noch eingeschränkten Betrieb auf. Eine per Lokomobile angetriebene Pumpe förderte das kostbare Nass aus einem Senkbrunnen und speiste damit zusätzlich die Wechmar-Leitung. Am 1. November 1898 verfügte das Wasserwerk schon über 3 mächtige Dampfpumpen und 2 weitere Senkbrunnen, die über ein Saugrohrsystem angeschlossen waren. Doch der Wasserverbrauch in Erfurt stieg immer weiter an und dies erforderte einen immer weiteren Ausbau der Wasserversorgung. Das Wasserwerk Möbisburg belieferte fortan nicht nur den Hochbehälter an der Zirjaksburg, sondern auch den im Steigerwald.
Dieser Hochbehälter, errichtet in den Jahren 1897-98, hat ein Speichervolumen von 3000 Kubikmetern und wurde überwiegend über eine Pumpleitung aus Möbisburg versorgt. Im Jahre 1912 erweiterte man sein Fassungsvermögen auf 8270 Kubikmeter und erbaute in den folgenden Jahrzehnten weitere Wasserwerke. Dazu gehörten die Wassergewinnungsanlagen Dreienbrunnen, Hochheim, Bischleben, Kiessee sowie Steigerwald und Eger. Es erscheint uns heutzutage selbstverständlich, jederzeit über Wasser in höchster Qualität zu verfügen. Möglich wird dies durch die verantwortungsvolle Arbeit der Wasserversorger. Die TÜWA Thüringen Wasser GmbH steht dafür ein, dass niemand in ihrem Versorgungsgebiet auf das Lebensmittel Nummer 1, das Naturprodukt Trinkwasser, verzichten muss. Gleichzeitig bewahrt sie das faszinierende Erbe der Erfurter Wassergeschichte. Wir sollten die Lehre dieser Geschichte beherzigen. Die Wege des Wassers sind unsere Lebensadern.